Hallo ihr Lieben, keine so guten Nachrichten, aber für uns hoffentlich schon. Ich hoffe, dass es etwas schon für uns bedeutet. Diese Dingspflicht in Pakistan. Und ich werde die Artikel verlinken. Das ist auch nur ein ganz kurzes Video. Wir können das hier mal kurz lesen, was da ist. In Pakistan müssen sich Staatsbedienstete und Angestellte privater Unternehmen künftig gegen das Dings impfen lassen. Das teilte die für die Bekämpfung zuständige Behörde mit. Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen demnach bereits bis Ende Juni vollständig sein. Für private Unternehmen gab es noch keine nähere Bestimmungen. Die Regierung in Islamabad hat vor, bis Ende des Jahres 17 Millionen der 220 Millionen Landesbewohner zu lassen. Bisher wurden etwas mehr als 10 Millionen verabreicht. Je mehr wir, desto besser werden wir geschützt sein, sagte Planungsminister Asad Umar bei einer Zeremonie anlässlich der Verabreichung von nun 10 Millionen Dosen. In dem südasiatischen Land werden neben der von vor allem chinesische verabreicht. Ja, man darf fast nichts mehr sagen. Liebe Herr, komme bald. Alles Liebe, Gottes Segen an euch. Shalom.